Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Teddy. Heute zwei, drei kleine News und dann kommen wir dazu, wie recherchiere ich eigentlich einen Coin oder Token? Weil oftmals ja die Frage kommt, ist der was, taugt der was, was denkst du darüber? Es ist wichtig, was ihr darüber denkt und nicht, was euch jemand anders sagt. Klar, es ist cool, wenn man sich eine Meinung anhört von jemandem, aber grundsätzlich ist es besser, wenn man sich informiert, bevor man jemanden fragt, was er darüber denkt, weil man sich dadurch meistens ein bisschen voreingenommen fühlen könnte, würde ich jetzt mal sagen. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, da sind wir. Wir haben heute ziemlich grüne Kurse gehabt. Und zwar beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Aber meine haben jetzt zum Beispiel wirklich nicht schlecht performt. Also Casper war ganz okay. Shiba hat gut Rakete gezündet. Und auch Veracity war sauber unterwegs mit 22% plus, muss ich sagen. Also wirklich, ich bin zufrieden für heute, kann von mir aber gerne weiter nach unten gehen. Bitcoin hat jetzt ein bisschen wieder korrigiert, aber wirklich nicht der Rede wert. Aber wir werden sehen, wo es noch hingeht. Und die kleine News heute ist wirklich nur zwei, drei kleine News und dann kommen wir gleich zu der Coin-Geschichte. Und zwar, das hier ist ein Kryptomillionär, 22-Jähriger aus der Schweiz, der halt jetzt schon wieder im Arsch ist, also auf gut Deutsch. Er ist 22 Jahre alt und hat halt schon so quasi seinen eigenen Algorithmus angeboten für den Handel mit Kryptowährungen, quasi automatisiert, so wie ich das hier verstanden habe. Und hat natürlich damit richtig Zaster gemacht. Aber so wie es jetzt aussieht, ist der Zaster auch im Arsch, weil jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und wirft ihm vor, dass er gewerbsmäßigen Betrug betrieben hat und auch Geldwäsche und Co. Also ja, man kann jung hochsteigen, man kann aber auch genauso schnell wieder fallen, das muss man immer bewusst sein. Und jetzt kommen wir auch noch zu dem Thema, weil zum Thema Betrug, wenn man jetzt mal so schaut, was hier so an Betrug so angefallen ist im Jahr 2022, ich meine, das hier, das ist schon hart, das ist wirklich eine harte Geschichte. Das ist 2022 hier, Rugpulls und was auch immer, also richtig übel. Also es wird nicht weniger, also seid immer vorsichtig, wo ihr euer Geld reinballert und springt nicht jedem YouTuber hinterher, der irgendwelche Pre-Sales oder so anbietet. Weil nicht, it's no hate oder so, aber es gibt halt gewisse Projekte, die halt diese gewisse Leute bewerben, weil sie halt dafür Kohle kriegen, logischerweise, und das halt auf eure Kappe gehen kann. Also seid einmal vorsichtig, deswegen zum Thema Selbstrecherche. Aber da kommen wir gleich zu. Terra Luna hat jetzt schon wieder was ausgepackt, das heißt, die haben jetzt von Terra C Vita, oder wie man das ausspricht, die haben jetzt eine dezentrale Börse, die sie quasi listen wollen, die sie quasi eröffnen wollen, wo man On-Chain und Cross-Chain handeln kann. Und sie wollen dann mit den Einnahmen quasi bei Terra Luna die Luna-Coins, Tokens, Coins, nee, Coins, Coins, zurückkaufen, einen gewissen Anteil und die dann an eine Adresse schicken, um die zu verbrennen. Und zwar, um den Bestand von den Luna Coins einfach zu verringern, den Preis logischerweise wieder zu steigern und das Ganze halt ein bisschen kompakter zu machen, dass halt diese überschwemmte Coin-Anzahl sich da ein bisschen besser anpasst, weil das ja durch diesen Dump damals, beziehungsweise durch diese automatisierte Geschichte mit dem Stablecoin und alles, da halt massiv wieder Coins generiert hat und da halt wirklich utopisch viel drin ist. Sind wir gespannt. Ich habe da noch ein paar rumliegen. Ich habe damals ja Luna zu Tode geschortet bis fast zum Ende und habe dann 5% von dem einfach übrig gelassen in Luna, weil, also von den 95%, die habe ich dann halt rausgezogen und mit 5% habe ich mir dann die Luna noch gekauft und die dann auf die Seite gepackt. Die lasse ich da jetzt auch liegen, weil wer weiß, was passiert, werden wir sehen. So, kommen wir zum Thema Selbstrecherche. Ich habe jetzt bei der Selbstrecherche hier mal VRA genommen und zwar aus dem Grund, nein, ich bekomme hier nichts dafür. Das ist wirklich komplett neutral. Es geht nur darum, dass ich mich mit dem halt beschäftigt habe und somit ein bisschen gleich auch weiß, wo wie war es, dass ihr mit ihr das auch schneller seht und ich hier auch ein bisschen weniger Arbeit habe. Also, wenn ihr ein Projekt habt, das ihr, ja, das euch angepriesen wird und ihr fragt jemanden und der sagt dann, ja, das ist mega, das ist, musst du einsteigen, ja, man ist es schon einfach, jemanden zu fragen und sich auf dessen Meinung zu verlassen, nur es ist eure Kohle und
Deswegen bin ich halt der Meinung, für euch ist es am besten, wenn ihr selbst die Recherche betreibt. Jetzt weiß ich aber, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber das ist so aufwendig und das ist ja mal alles auf Englisch und so. Ja, aber es kann ein paar Sachen geben, wo man sehr viel eingrenzen kann, wo man etwas mehr darüber rausfindet, wo man sagen kann, okay, das macht jetzt Sinn oder das ist legit, da brauche ich jetzt keine Angst haben, dass das jetzt morgen meine Kohle weg ist oder so. So ein paar Tipps einfach, wie ich das Ganze zum Beispiel angehe. Also ihr geht zuerst mal, entweder könnt ihr auf CoinMarketCap gehen zum Beispiel, und wenn ihr jetzt hier VRA eingebt, zum Beispiel, was ich ja jetzt hier zeige, seht ihr hier die Webseite. Und da könnt ihr hier auf Veracity klicken. Und dann kommt ihr auf die Seite von Veracity und hier sind wir jetzt. Und da ist schon mal zum Punkt Tokens. Wie viele haben sie? Wer hat welche? Alles so ein bisschen, dass man halt sieht, wie der Maximum Supply ist. Alles, oder? Und das für Staking bekommt man hier zum Beispiel 18,25% im Vera Wallet. Das kann man alles ein bisschen nachlesen. Da kann man ja die Seite übersetzen auf Deutsch, dann ist das Ganze halt auch auf Deutsch. Manchmal ist es ein bisschen komisches Deutsch, aber im Normalfall versteht man schon, was gemeint ist für diejenigen, die jetzt nicht so gut Englisch können. Dann schaut ihr mal bei der Roadmap vorbei. Dann seht ihr, wie lange gibt es die Firma eigentlich schon oder wie lange gibt es dieses Projekt schon. Und das sagt auch schon wieder viel darüber aus, weil viele haben auch den Bärenmarkt, den letzten Bärenmarkt, auch gar nicht überlebt. Weil da sieht man dann halt auch, was ist stabil. Was ist wirklich stabil? Und die sind bereits seit 2017 da. Jetzt sagt sie sich ja, okay, eine Webseite kann jeder machen. Genau, deswegen gibt es auch Google dafür. Da kann man das alles nachgoogeln und sich das auf verschiedenen Orten auch so bestätigen lassen, wenn man nach was Bestimmten sucht. Und das ist jetzt nicht so schwierig, das rauszufinden. Dann seht ihr hier auch, was geplant ist. Heute gab es ja auch wieder ein Update, da kommen wir auch noch dazu, was bei Twitter steht zum Beispiel, was hier so gemacht werden soll. Das heißt, was sind die Ziele? Was sind die Ziele in diesem Jahr? Und da könnt ihr auch entscheiden, okay, stramm, ich glaube, das könnte was werden. Ja, wieso nicht? Okay, interessant. Aber dann gehen wir zum nächsten. Dann schauen wir zuerst mal, ja, okay, wie sieht es denn überhaupt aus mit den anderen Plattformen? Das heißt, die Community ist eine wichtige Sache. Nicht nur, was hier steht, sondern die Community, die dahinter steht, die Leute, die das ja auch kaufen, unterstützen, die sind auch sehr wichtig, wie man zum Beispiel ja auch bei Shiba extrem sieht oder bei XRP. Was wäre XRP ohne die Leute? Also es ist halt so. Und ja, das war jetzt nicht irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine. Das war wirklich jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt hier schauen auf Twitter, dann geht ihr auf den Twitter-Account und lasst euch nicht täuschen, wenn hier steht, boah, 2 Millionen. Dachte, boah, das muss ja toll sein. Nee, muss es nicht, weil jeder Affe kann heutzutage irgendwelche Likes, Abonnenten oder sonst irgendwo was kaufen für ein paar Euro. Deswegen nicht unbedingt maßgebend. Es ist zwar gut, wenn hier viel steht, aber die nächsten Schritte müssen natürlich auch angeschaut werden. Und zwar erstens, ist Aktivität auf diesem Kanal. Das heißt, schau mal heute, okay, 17. Januar, das ist von heute, und hier auch schon die Roadmap-Updates. Das heißt, hier werden wieder News gepostet. Hier sieht man auch, obwohl der Beitrag von heute ist, sieht man, dass bereits 148 Kommentare sind, 880 Mal wurde es geteilt, 2600 Likes und 181.000 Views. Das heißt, schon mal, hier ist wirklich Verkehr, hier geht was ab, hier wird diskutiert, hier wird was gemacht. Das heißt, auch hier community-technisch läuft hier was. Dann schaut ihr mal so ein bisschen, wird sich unterhalten oder wann sind die letzten Posts gewesen, sind die ewig lange auseinander und kommt da wirklich nichts mehr, dann würde ich da wirklich vorsichtig sein. Wenn ihr eine Seite seht, die irgendwie die gleiche Followerzahl hat wie hier und unten bei den Beiträgen, keine Ahnung, 10 Likes stehen oder so, Finger weg. Einfach nur Finger weg. Das ist meine Meinung dazu, weil jemand, der so viele Follower hat, aber keine Likes oder keine Kommentare, weil da stimmt einfach was nicht. Deswegen auch da vorsichtig sein. Dann kommt noch das Nächste. Er geht dann noch weiter und schaut, was gibt es denn sonst noch? Telegram, hier haben wir noch Discord und das ist, weiß ich gar nicht, was ist das? Reddit. Dann seht ihr überall, wo sind die vertreten, was haben die so gemacht, und dann kommt es auch noch darauf an, das ja eigentlich zuerst kommen sollte. Ich denke mal, das müsstet ihr eigentlich wissen, hoffe ich jetzt mal, dass man ganz am Anfang zuerst mal schaut, was machen die überhaupt. Das ist ja
Den habe ich jetzt am Anfang vergessen, tut mir leid, das zu sagen, sondern was machen die halt überhaupt? Und das ist halt hier so ein Punkt, wo ihr euch dann schon mal entscheiden könnt, ah nee, das finde ich doof, das ist sowieso nichts für mich. Oder ihr sagt, okay, Mol finde ich eine geile Idee. Und bei Veracity ist es jetzt halt nur mal so, dass sie ein Problem halt lösen wollen, dass uns alle auf den Senkel geht, diese ganze Bots und den ganzen Blödsinn, der da kursiert, dass das halt irgendwie dann erkannt wird und so nicht mehr durchkommt, wo ich übrigens riesig froh wäre, wenn das endlich mal wirklich dann auch angenommen wird und das Ganze passt. Ja, dann habt ihr das Ganze jetzt drin. Jetzt habt ihr ein bisschen Informationen gesammelt, ihr habt ein bisschen Sachen gefunden, wo ihr sagen könnt, okay, ich kann jetzt da ein bisschen das ausschließen, dass das jetzt Scam oder sowas ist und dann geht ihr einfach mal die Kurse anschauen. Dann schauen wir jetzt mal den Kurs an. Bei TradingView kostet euch ja nichts. Dann könnt ihr einfach mal den Coin, den ihr da oder Token, den ihr da gewählt habt, da eingeben und den Bitcoin darüber legen. Und dann mal schauen, hat der da im letzten Bärenmarkt wirklich, wie hat der reagiert zum Beispiel. Das sind jetzt nur so Feinheiten, die man jetzt mal schauen kann. Aber es hat es natürlich auch schon gegeben, wenn du jetzt einen Coin hast, der jetzt den letzten Bullrun nicht miterlebt hat, dann wird es halt hier schwierig. Aber man kann ja trotzdem mal schauen, wie das Ganze so ist. Und hier sieht man halt einfach, er korreliert relativ gleich mit dem Bitcoin, einfach mit stärkeren Ausschlägen. Auch hier ist er relativ gleich einfach ein bisschen unten durch, weil die normalerweise die Altcoins ja sowieso stärker korrigieren. Aber man sieht hier also schon, dass er definitiv mitgemacht hat im Bullrun. Ja, das sind so ein bisschen ein paar Sachen, die ich euch jetzt mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wenn ihr Fragen habt oder so, einfach melden bei mir. Sofern ich helfen kann, tue ich es. Übrigens, vielen lieben Dank für die lieben Worte, die ich von euch bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut, wirklich. Und ja, ich freue mich jedes Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.